willkommen zu einem Video von uns. ABC Family. Ja Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Video und heute ist ein bisschen anderes Format. Eigentlich wollten wir ein anderes Video drehen, Vertrauenstest wollten wir drehen, aber dann haben wir uns doch anders überlegt und drehen jetzt eine Live-Reaktion von gestern. Gestern war ja sehr, sehr großer Tag von Sarah und Domi und wer es noch nicht weiß, ich bin sehr großer Fan von Doch. Ja? No. Ja, ich bin schon also sehr großer Fan und ich möchte auch irgendwann mal live kennenlernen. Das wäre so voll mein Traum. Vielleicht, wenn sie irgendwann mal wieder ein Fan-Treffen machen. Ja, ich würde sehr gerne Sarah vor allem kennenlernen. Die ist so hübsch. Ja, und gestern war ja ihre Hochzeit. Boah, ich habe die ganze Zeit, mir ging es gestern nicht so gut und ja, fast den ganzen Tag auf dem Sofa und habe die ganze Zeit die Stories verfolgt und es war so schön. Leute, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt Robert auch die ganzen Stories zeigen und ich schalte jetzt auch PC an. Da ist eine Biene! Das ist eine Fliege! Keine Biene! Eine Fliege! Sag Fliege! Mucha! Ja, komm, wir machen sie mal weg. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier irgendwo auf das. Komm mal her, dass ich auf die Seite so den Bildschirm anmachen kann. Ja, genau so. Komm! Guck mal, Prinzessin! Oh, jetzt ist hier jemand anders. Gehe ich mal bei Sarah. Sarah in love. In my love. Oh, die hat schon voll viele Bilder, schau mal. Aber ich zeig dir mal von Anfang an. Weil hier sieht man schon ihr Kleid. Oh, guck mal, dasselbe hattet ihr auch doch. Was? Ja, das hier. Also, schau mal. Warte, läuft die Ding ein? Mega geilen Schlüpper zeigen. Geil! So geil! Ja, stimmt, das hatten wir auch bei der Hochzeit, dass meine Mädels auch so pinken. Oh, meine Mädels hatten auch einen pinken Bademantel an. Und ich weiß, guck mal. Ey, ihr seht so schön aus, Mädels. Wieso hast du Hochzeit? So schöne Mädels, richtig süß. Ich fand es auch voll geil, die Idee mit den goldenen Luftballons, ja. Richtig schön. Ganz cool. Oh, es war so ein schöner Tag, ich kann mir richtig vorstellen, es war richtig schön. Ich feiere voll die Tim Harrison. Guck mal, ihr Kleid! Und die Location! Das ist so geil! Nicht schlecht. Sie haben die Fotos. Dann sind die Papa. Ja, voll schön. Und die Mädels alle, die Brautjungfern, die sahen so wunderschön aus. Und Domi sein Arm. Das habe ich ja nicht. Es wurde richtig maßgeschneidert, glaube ich, von einem. Ja. Der so richtig speziell ist. Schick, schick. Boah, die Location ist ja mega. Na, ihr? Extra so ein Parkettboden. Wie schön seid ihr, bitte? Voll schön, guck mal, Sarah, richtig Prinzessin. Oh mein Gott. Ah, das ist so extra ein Teppich oder irgendwie so. Wir sind jetzt am Tisch angekommen. Hier haben wir unsere wunderschöne Menükarte. Unsere kleinen Gastgeschenke mit unserem Logo drauf. Und jetzt. I love it. Guck mal, oha. Heftig, richtig geile Dekoration, Hammer. Jetzt ist nichts mehr. Ich habe noch nie so schöne Dekoration gesehen. Geht das weg? Guck mal, der war auch da. Sehr gut. Alles richtig geil. Ich glaube, das hat der Pisto. Pisto Lombardi hat das organisiert. Weil die arbeiten doch.
gewappelt die ganze Zeit. Coole Sache. So schön. Guck mal, die Torte. Oh mein Gott. Was war denn das jetzt? Das war richtig krass. 1, 2, 3, 4, ja, okay, die Blumen sind ja nur Dekoration. 1, 2, 3, 4, 6. Ja, 1, 2, 3, 4, 6. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das obere 6 Etage. Ja. Oh mein Gott. Ja, okay, es waren aber auch 120 Leute. Und guck mal, das wenn ist jeder ein Stück bekommt, ja, dann ist es schon schnell. Nein, das ist dieser Teppich, wo ich meinte vorher, wo die gezeigt haben. Siehst du, der weiße. Ach so, das ist extra so ein Heiratsteppich, ne? Mit dem ihr Logo H und diese zwei Ringe. Das sind Harrison und Unendlichzeichen. Ja. Oh. Lampe angegangen. Oh. Ich habe auch so ein Hochzeit. Das ist der Vater. Ja, das ist der Vater. Wir haben auch auf so russische Hochzeiten. Das ist auch so traditionell. Wenn ich das so sehe, will ich doch mal heiraten. Da kommen die ganzen Erinnerungen hoch. So viel Stress. Und alle Gefühle hoch. Ja, schon. Ja, so ein Alltag. Wir haben ja alles selber geplant. Wir hatten das Schlimmste ist, es geht ja an einem so schnell vorbei, dass man denkt, oh, ist es schon vorbei? Guck mal, die schreibt auch, ich bin so sprachlos, was heute alles passiert ist, das übertrifft einfach alles. Das glaube ich einfach. Es war einfach eine Traumhaftung. Und sie sah das da so traumhaft schön aus. Ich finde das richtig cool. Pietro Lombardi, ja, und Save Night, wo einfach immer dabei ist. Ist einfach alles richtig schön. Alles richtig schön. Ach so, der hat auch einen zweiten Anzug an, oder? Aber ich finde das auch bequemer, glaube ich. Ja, weißt, eben, das Schmutzschirr und alles, weißt du? Wenn du so viel tanzt, tust. Weil so ein Prinzessinnenkleid ist auch nicht so gerade bequem, denke ich mal. Ich hatte ja so ein Kleid, so Meerjungfrau-Kleid, und das war eigentlich recht bequem. Obwohl es ja eigentlich eingeschnitten war, aber trotzdem war es eigentlich so geil. Die haben auch ewig lang gefeiert, glaube ich, oder? Ja, ja. Ich habe heute Abend durchschlafen. Die kennen wahrscheinlich noch. So süß, ey. Ah, Sophie hat alles umgeschaltet. Oh nee, jetzt müssen wir alles nach hinten wieder. Schau mal, das geht nicht mehr. Ja? Ich die Leine hier. Ja? Wie schon davon. Nein, die hat auch voll abgefeiert. Mann, wie ist das? Normal, oder? Aber da haben alle, glaube ich, geguckt. Nicht nur Sarah und Tobi, sondern alle Gäste haben wahrscheinlich, weil das war, glaube ich, für alle so, wie es aussah, das war für alle. Das ist auch die mega Überraschung, oder? Richtig schön. Ich bin schon so mega gespannt auf das offizielle Video von Sarah und Tobi von der Hochzeit. Von den Proben. Das wird schon so emotional sein, aber das ist alles. Guck mal, da ist die mir, die tanzt auch noch. Oh mein Gott. Ich glaube, die kleine Prinzessin. Coole Sache, hey.
Kommt da einfach so. Guck mal, und das geil. Von der ihre Freundin, die hat auch voll den geilen Status. Jetzt ist ziemlich vieles. Wow, cool, was ist denn das? Tasche! Ich mega. Also da hab ich voll jetzt voll viele Freunde von Sarah und gestern haben ja alle richtig viel gepostet und ich habe bei allen reingeschaut, weil jeder hat trotzdem von anderer Ansicht was und jetzt zum Beispiel von Carina von ihrer Freundin, das fand ich auch voll geil. Da haben die jeder hat so ein Kärtchen mit Tischplatz, genau mit Tischnummer bekommen. Tisch 11. Wow, das war das Essen. Da hat sich einer was mitgelassen. Mit der war ja cool. Das würde ich mir auch wählen. Lachs. Und wer ist eigentlich Safe Da waren sie ja Junggesellen. Krass. Was für eine Torte! Njam, njam! Das geht richtig ab, das ist voll. Das Feuerwerk auch mit Musik ist. Was ist das? Ja, Leute, schreibt mir gerne in den Kommentar, ob ihr auch die ganze Story verfolgt habt von gestern. Oder seid ihr auch so ein großer Fan von Sarah Harrison? Natürlich! Ja, vieles wiederholt sich hier auch. Aber es war auf jeden Fall eine gelungene Fette. Ja Leute, das war's eigentlich mit dem Video. Gebt uns gerne Daumen hoch, nicht uns, sondern Sarah und Domi. Nochmal zwei für sie. Und ich freue mich schon so riesig wirklich, wenn das offizielle Video von den zwei kommt, wo die nochmal alles erzählen. Dann bist du wieder den halben Tag nicht ansprechbar, ne? Ja, dann schaue ich dir das. Es sind 3 Jahre seit unserer Hochzeit vorbei. Also standesamtlich schon länger, ne? Also standesamtlich haben wir vor 7 Jahren geheiratet und unsere große Hochzeit war also in Weiß, kirchliche. Die war vor 3 Jahren schon und das kommt mir irgendwie viel kürzer vor. Wenn ich so andere Hochzeiten anschaue, da denke ich mir immer, oh mein Gott, 15 schon 3 Jahre her, als ob es gestern erst war. Und ja, jetzt, das ist so. Ja, müssen wir mal wieder so ein Hochzeitsvideo anschauen, da haben wir extra so eins. Kameramann, ja. Ja, genau. Wo ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auch ein paar Videos online gestellt. Da war ich natürlich gerettet. Da war ich dein Sänger. Wir hatten auch einen Live-Sänger da, einen Live-Rapper. Ja, das war so eine geile Überraschung. Das war wahrscheinlich so eine krasse Überraschung gestern wie für die zwei, wo er gekommen ist. Weil ich habe ja noch mein Hochzeitskleid, das muss ich auch noch so 4-mal zeigen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber erst, wenn sie größer ist. Ja Leute, auf jeden Fall gibt für Sarah und Domi, für den ihre Hochzeit, einen fetten Daumen nach oben. 2 oder 3 oder 4. Und wir hoffen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und wenn ihr auch so ein Fan, riesiger Fan seid von den beiden, dann schreibt uns gerne auch einen Kommentar. Dann beenden wir das Video. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ABC Family Time. Jetzt Sophias Zimmer ist mal richtig. Ja. Robert hat heute noch viel zu tun. Wir haben uns für Sophia einen neuen Schrank bestellt und haben dort komplett neu gestrichen und alles neu gemacht und wir werden jetzt den Schrank aufbauen. Ich werde natürlich was helfen, was ich kann. Was? Ich werde wirklich helfen. Okay. Ich werde die Zeichnungen lesen. Und ja, wir wünschen euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss!